Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Sonntagmorgen, einen wunderschönen. Ja, wir haben ja gestern nochmal unseren, beziehungsweise einen ruhigen Dünger-Kalkstreuer gekauft und befüllen lassen. Der ist jetzt auch voll und der braucht ja nicht nur die ganze Zeit am Händler rumstehen, der muss jetzt in Einsatz kommen. Deswegen fahren wir jetzt gleich mal hoch zu unserem ersten Feld, der das Kalk braucht. Weil soweit ich weiß, müssen wir alle Felder kalken. Also zum Glück bin ich froh, dass wir den breiten Aufsatz genommen haben. Sonst wäre es nicht ganz optimal. So, dann lasse ich jetzt aber die CP-Fahrer dann machen, weil ich muss tatsächlich noch das ein oder andere Teil, das ein oder andere machen. Und zwar steht ja noch unten unser 6 Emro mit dem neuen Wasserfass, was wir uns gekauft haben. Und da müssen wir uns dann noch auf die Suche nach einer Wasserstelle begeben. So, wir machen mal Kursgenerierung. Feld 86, Vorgewende reicht glaube ich einmal. Ja, das dürfte schaffen. 18 Meter, ja, glaube ich, dass er hat. Hat er glaube ich normalerweise auch. Ja, kann ich gerne so anfangen und wünsche ich dir viel Spaß. Ja, wenn ich da einen Weg. Er macht das schon. So, warte mal. Speichern wir natürlich gleich. Kalken. Unterstrich Feld 86 mit 18 Meter. Das passt, das nehmen wir so. Das passt. So, wo ist unser. Da ist unser Kleiner. So, weil wir gucken jetzt nämlich, wo es Wasser zum Kaufen oder einfach zum Abzapfen gibt. Ich werde jetzt erstmal unten gucken bei den kleinen Bächlein, was neben uns neben unseren Wiesen läuft. Ob wir da Wasser entnehmen können, ich glaube es zwar nicht, aber wir können es einfach mal, also ich probiere es einfach mal aus und da sehen wir es ja, ob es funktioniert oder nicht. Aber ich bin jetzt eigentlich richtig angenehm gewohnt, dass die Autos auf der gemeinen Ladefläche 50 km/h fahren. Da muss man die auch nicht überholen, aber hier fahren sie halt wieder die standende Geschwindigkeit von 30 km/h. So, da sind wir auch schon da. Ich könnte da vorne ran fahren. Hier was kaputt, wenn wir hier in unsere Wiese reinfahren. Okay, wir fahren was kaputt. Deswegen fahre ich hier ganz am Rand, weil da haben wir immer so gut wie eh nie. Weil man doch einfach nicht richtig hinfahren kann. Gescheit. So, dann wird der Teil jetzt mal da rückwärts runterschieben und mal gucken, ob man Wasser hier nehmen kann. Im 17er war ja nämlich so ein Schild auch mal dran. Hier Wasser entnehmen, bla. Und. Funktioniert das? Ich glaube nicht. Oh Gott. Eieiei. Okay, wir können. Ne, es funktioniert nicht, man sieht's. Deswegen fahren wir jetzt mal zu unserer nächsten Stelle, wo ich vermute, wo es Wasser geben könnte. Und das wäre. Jetzt müssen wir nur gucken, was denn näher liegt. Wir könnten entweder hier gucken oder da oben. Aber ich muss ehrlich sagen, ich bin eher für da oben. Weil das ist wieder so ein kleines Stückchen und das ist eher ein größerer Bereich. Oder warte mal, vorher gucken wir mal, ob es nicht so eine Wasserankaufsstelle hier irgendwo gibt, weil das wäre ein bisschen peinlich, wenn wir da überall rumfahren und danach haben wir irgendwo eine Wasserankaufsstelle. Aber es sieht mir tatsächlich nicht danach aus, als wenn es irgendwo eine Wasserankaufsstelle gibt. Da oben, ja, nee, was ist das? Nee, das ist irgendein Verkauf. Okay, wir fahren jetzt einfach mal da hoch. Oh, aber der Bremer ist. Oh Gott, wie sieht der denn aus? Minimal, okay, wir haben jetzt Weißwarnreifen. Kann man machen. So. Und da sind schon keine Weißwarnreifen mehr, sondern nur noch dreckige Reifen. So, kann man machen. So. Oh, jetzt habe ich vorhin vergessen nachzugucken, welche den gekalkt werden sollten. Aber wir gucken jetzt einfach mal nur kurz nach. Okay, ich habe richtig geguckt, wir brauchen alle Kalk. So gute Wiesen? Ja, moin. Kann man machen. So, hier machen wir natürlich auch einen Kurs. Kursgenerierung, das ist die 85. Ja, das passt. Hier machen wir aber tatsächlich zweimal Vorgewende. Zack, das nehmen wir so. Dann wünsche ich dir viel Spaß. Kalken unterstrich F85. Wieder mit 18 Meter. Das passt, dann nehmen wir.
Dann wollen wir... Oh, ist der Motor schon wieder ausgegangen. Schade, schade. So, jetzt ist er wieder an. Und dann düsen wir mal da hoch zu diesem... Ja, was ist es? Ist ein größerer See, würde ich mal sagen. Ich fahre einfach den gewohnten Weg. Ich wollte jetzt irgendwie solche Abkürzungen fahren, aber das lassen wir lieber, weil das sieht nicht nach Straße aus, wo ein Traktor fahren kann, sondern eher nach Fußgängerweg. Oder Wanderweg oder irgendwie sowas in der Richtung. Wir bleiben hier schön auf der Straße. Fußgänger. Der Hund? Oh, das ist schon der Welt raus, aber nee, er ist drin geblieben. So, hier vorne müssen wir noch eigentlich schon runterfahren können. Ja. Hier geht es mir auch zu unserem Schweinestall. Die brauchen nämlich das Wasser, was wir gerade hier auf der Suche danach sind. Oh Gott, da kommt auch. Oh Gott, Fußgänger. Alter. Also, und sie will. Okay. Waren ein paar viele auf der Straße. Weiß jetzt gar nicht, für was die ausgelegt war. Brücke. Aber so schwer sind wir, glaube ich, nicht. Wir haben total 7,5 Tonnen. Und ich glaube, da stand 8 dran, also das geht noch. So. Irgendwo hier, warte mal kurz Minimap auf. Ah, ah, hier ist auch nochmal so eine. Was ist das? Was ist das? Da steht ein Rad. Ja, ich fahr gleich weiter. Was ist das? Es sieht irgendwie... Ich geh mal lieber wieder weg, was ist hier noch alles? Eimer, Benzinkanister, okay. Oh, eine alte Sense. Oder, ja, oh geil. Aber ich glaube, ich verlasse den Ort lieber, bevor ich hier noch irgendwas anderes finde. Okay, schnell weg hier. Eieiei. So. Kleiner Stau hinter mir, aber der geht noch. So, hier vorne ist der See. Oh, das sieht glaube ich ganz gut aus. Das war auf jeden Fall irgendein Schild. Ich muss nur gucken, wo ich hier ranfahren kann. Gibt es hier irgendwo einen Weg rein? Hallo, hat irgendwer einen Weg gesehen hier? Ah, hier geht's doch. Ja, das sieht doch ganz vielversprechend aus. Ja, das sieht richtig gut aus hier. So, ich mach mal die Rundumleuchten an, weil wir sehen hier auch eine Fläche, wo auch Leute sein können. So, dann schieben wir das mal da hinten runter. Ich hoffe, man kann hier Wasser entnehmen. Aber wenn hier so schon so ein Weg ist, dann müsste es eigentlich auch funktionieren. Oh, es funktioniert. Und wir müssen nichts zahlen. Das ist geil. Das ist wirklich gut. Ja, das ist wirklich sehr gut. Ja, perfekt. Und an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut. So, okay, da sind wir wieder. So, das Wasserfass ist voll, das heißt, wir können uns zurück zu den Schweinen begeben. Wenn ihr jetzt euch gewundert habt, wieso da ein Cut drin war, da habe ich gerade einen Screenshot gemacht. Und, oder beziehungsweise einen Screenshot für das Thumbnail. So. Und wisst ihr auch, für was. Und, ja, das habe ich einfach rausgeschnitten, weil das braucht man nicht sehen, das ist ja unrelevant. So. Eigentlich normal, dass die
Straßenpfosten im in der Straße drin sind? Ich glaube nicht, aber gut. So, hier rechts müssen wir schon wieder runter. Alles doch ganz optimal, der Weg ist nicht allzu weit. Und ja, das passt. Wir haben jetzt glaube ich bis hier 14,8 Tonnen total. Ja. Und die Brücke war ich glaube für 8 Tonnen ausgelegt. Das musst du schon aushalten. Oh Gott, diese Leute. Und noch eine. Oh, der hat sich aber immerhin in John Deere Farben hier angezogen. Auf jeden Fall ihr Oberteil. So, Schweinchen, es kommt Wasser. Oh, und ich sehe gerade, der Premium ist leer. Wir werden uns dann auch darum kümmern. Da vorne sieht es mir nach Wasser aus. Ja, dieses Tropfensymbol mit dem Sternchen ist normalerweise Wasser. Ich mache mal den Deckel auf. Okay, es geht nicht schade. Auf jeden Standard was. So, dann springen wir mal ganz kurz rüber zum Johnny. Oh komm, du hast schon eine Bahn gehabt. Sieht jetzt endlich wieder Ding ausgegangen? Naja, gut. Kostet ja nicht viel, der Weg ist auch nicht weit. Das mache ich doch lieben gerne für meine Felder. Muss mal gucken, ob ich die Wiesen auch kalke. Ich glaube, hier muss man gucken, ob es dafür ein CP-Kurs, ob man die als CP-Kurs machen kann oder ob es die Felder als CP, ein CP gibt. Ich glaube, müssen wir da mal nachgucken. Ich weiß es jetzt gerade tatsächlich nicht. So, auf das Ding. Und dann können wir wieder die neue nächste Ladung mitnehmen. Läuft dann noch? Oh Mann, ist wieder ausgegangen. So, aber wir können tatsächlich jetzt gleich mal nachgucken. Das geht nicht, schade, weil wir nichts dran haben. Mal. Gut, ist auch nicht so schlimm. Okay, wir haben sogar noch 3700 Liter über. Schweine, es sind voll. Stroh, ja, haben wir Stroh? Ich glaub's zwar nicht, aber... Ne, wir haben keinen Stroh, okay. Boah, ich weiß jetzt gar nicht, wir hatten überhaupt mal Stroh? Oh, ich wüsste es, ich glaube nicht, ne? Oder doch, wir hatten mal Stroh. Also habe ich aber vergessen, mit rüberzunehmen. Ja, egal. Wir haben jetzt eher Weizen teilweise angesiedelt. Und das heißt, da kommt dann auch gut was rum an Stroh. So. Ja, okay, 1000 Euro, die zahle ich gern für ein bisschen Kalk. Zack, das geht. Oh, Scheiße, ich habe schon wieder irgendwas angemacht. So. Ja, ist blöd, weil ich habe das tatsächlich bei meiner Logitech-Tastatur. Auf der linken Seite gibt es halt so Taschen wie G1 und so weiter. Und ich glaube, das sind die Taschen, die wo es oben auch gibt, so ähnlich wie F5 oder so weiter. Weil mit F5, genau, mit F5 kann ich das nämlich auch anmachen. Und das ist dann irgendwie so was Doppeltes. Und wenn ich da laufe, kann schon mal sein, dass meine Handfläche mal ganz kurz auf G5 drauf kommt. Und dann geht halt das an, aber kann man ja schnell wieder ausmachen. So, weit genug rein. Ja, das passt schon. Das geht schon. So, die Schweinchen sind jetzt erstmal versorgt. Und das heißt für uns, wir können den 6M zurück zum Hof fahren. Weil hier unten können wir und haben wir auch nichts weiteres zu tun vorerst. Aber sie sind jetzt auf jeden Fall schon mal für den nächsten Tag versorgt mit ein bisschen Raps. Und mit Wasser. Ich glaube, da kommt es ja eigentlich ganz gut klar. Futter und Wasser sind ja die Hauptnahrungen. Und was ist Hauptnahrung? Es ist was der Mensch zum Überleben oder auch das Tier zum Überleben braucht. Flüssigkeit und Nahrung. Und das haben sie jetzt. Haben wir noch irgendwas am Händler stehen, was wir mitnehmen können? Nee. War ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher. Aber der Johnny steht noch da, dann machen wir auch gleich wieder weiter. Jetzt räume ich nur schnell den hier wieder in die Halle rein. So. Bin ein bisschen weit genug rüberfahren, damit wir mit dem Premium da auch noch in die Nähe zum Düngerstreuer hier hinkommen.
Ja, das passt doch, wie er jetzt steht. Wieso ist der Motor gerade nicht ausgekommen? So, jetzt aber. Phantomleuchte aus. So, tappen wir mal ganz gut. Ah, da waren wir schon. Motor wieder an. Deckel wieder schließen. Und dann geht's weiter. Die eine Bahn kann ich ja schnell selber fahren. Dann habe ich immerhin auch mal ein bisschen gekalkt hier. Kalk ist auch immer eine richtig staubige Sache. Auf jeden Fall, wenn er relativ trocken ist, wenn er natürlich am Feld gelagert wird und oben ist er ein bisschen feucht noch, dann ist nicht so staubig, aber das ist, glaube ich, dann auch nicht so optimal. Wenn er feucht, wenn er zu feucht ist, auf gar keinen Fall. Wenn er ein bisschen leicht angefeuchtet ist, glaube ich, geht's noch. Wenn ihr es besser wisst, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. So, nochmal anderer Teil. Aber man kann genauso schnell fahren, glaube ich, wie mit Düngersteuer. Ja, 20 km/h, glaube ich, soweit ich weiß, mit beiden fahren. So, dann können wir auch den Kurs gleich wieder mitmachen hier. So, das Action nehme ich noch mit. Oh Gott. Ich glaube, das hat gerade ein bisschen geruckelt vielleicht am Mikrofon. Ich habe ein bisschen gemerkt, dass ich noch Gas gebe und nicht eingelenkt oder wieder zurückgelenkt habe. So, dann zusammenklappen. Und dann heißt es ab durch den Wald. Oder wir probieren das gleich da vorne aus. Warte mal. Wir fahren jetzt auch mal ganz kurz ganz drei Stübe Nachbarswiese. Oh, warte mal, ich fällt bremsen. Pass auf. Wenn wir hier oben reinfahren, dann müssen wir hier immer hier oben den Kurs beginnen. Wenn ich durchfahre, fahre ich es kaputt. Ich glaube ich doch nicht so optimal. Wir fahren doch wieder zu. Wir fahren doch zu unserem Feld runter. Im Sollste reingefahren, egal. Die Spuren verwischen sich schon wieder. Oh Gott, da waren Holperer. Viele Holperer. Soll ich hier mal mit 50 durchheizen? Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Hier oben wird es sogar gehen, aber da vorne wird es dann. Genau hier wird es. Oh, richtig holprig. Da fahre ich dann noch lieber bloß mit 13. Weil dann ist es auch wesentlich angenehmer. Erstens für den Traktor, zweitens für mich und drittens für euch als Zuschauer. Wenn das nicht so komplett verwackelt ist alles. Auto kommt keins, perfekt. Sonst wäre ich jetzt auch schon zu spät gewesen, weil ich war schon draußen. So, Kurs machen wir auch hier wieder. Jetzt kommt man nochmal nach, ob wir hier auch unsere Wiesen machen können, wie zum Beispiel 32 oder 40. Oh, das geht. Das heißt, wir können auch unsere Wiesen düngen, damit wir noch ein bisschen mehr Silage dann Ertrag kriegen und wieder gut Kohle kriegen. Ich glaube, ich werde die heute auch sogar noch mal mähen, weil wir haben noch Zeit und ich habe so nichts mehr zu tun. Vorgewendet, ja, das passt, das machen wir. Ja, jetzt muss ich ganz kurz wenden, weil der Kurs beginnt von da. Man muss der Helfer nicht mehr so schief anfahren. Das heißt, wir setzen hier ab hier an. Viel Spaß. Und dann machen wir Kalk. Ups. Kollege, wieso hast du das ausgemacht? Egal. Kalken unterstrich F 80. 18 Meter. Passt. Wieso hat er da vorne? Ach, weil er wahrscheinlich an den Kurs. Hallo, stopp. Was machst du da? Ich glaube, der hat sich ein bisschen vertan. Ich stelle ihn jetzt mal auf den ersten Wegpunkt. Und dann fahrt er mal dahin. Weil der jetzt einfach da die Bahn da übersprungen ist, einfach dahin gefahren. Warte mal, wie läuft eigentlich der Kurs hier? Ah, da ist so. Okay. Hoffentlich bitte mal nicht den gleichen Fehler. Okay, er fährt weiter. Du kannst auch schon ein bisschen schneller fahren als wir 10 km/h. Ja, genau, so ist es angenehm.
Fahr so weiter, ich lasse dich jetzt deine Arbeit machen. Und wenn ich wieder zurückkomme, ist es hoffentlich alles schon gekalkt. So. Aber ich lasse vorher, bevor ich mähe, die Wiesen nochmal kalken, denn gedüngt. Düngen könnten die eigentlich auch mal. Weil ich weiß, das machen wir jetzt. Wir machen die volle Lutze drauf. Wir machen alles drauf. Ich konfiguriere dem 6M hier mal Pflegebereif. Oh, ich hoffe nur, der schafft es dann, der Düngerstreuer. Aber doch, glaube ich, dürfte er schon schaffen. Unser Konfigurator ist unser Reparaturplatz oder für was auch immer man noch verwenden will, ist ja glaube ich da unten. Ansonsten muss ich mal ein bisschen dickeres Gewicht vorne dran machen. Das ist dann auch nicht das Problem, wenn es nicht schafft, aber. Ist hier so ein krasser Hubi drin? Ah, ich glaube wegen dem hier, ne? Oder? Ah, genau, wegen dem hier ist so ein Holperer drin. Konfigurationen. Ja, das kann man so rein, aber ich würde gerne. Nein, das ist ein bisschen zu. Michelin hat keine Pflegebereifung, das ist nicht so optimal. Was sind das denn eigentlich für welche dann? Auch von Trelleborg? Ja, schon komisch aus. Ne, gefallen mir überhaupt nicht. Aber wir brauchen Pflegebereifung, das sieht zwar auch nicht unbedingt besser aus, aber der Traktor muss für das Düngen eingesetzt werden und da brauchen wir halt eben Pflegebereifung. Ich glaube, das muss ich noch ein bisschen anpassen dann mal. Dass das ein bisschen ebener Übergang ist. So, warte, wir gucken jetzt. Das wollte ich eigentlich gar nicht öffnen. So, warte, wir gucken jetzt mal heute mal. Kann ich jetzt Schröder füttern? Ich kann ihn immer noch nicht füttern. Keine Ahnung, wieso? Liegt's. Oh, sorry, liegt's vielleicht daran? Keine Ahnung. So, warte mal, da muss ich hin zum 6M, das passt. Gut, sie warten schon mal später. Ich war der Meinung, wir hatten es mal später, aber gut. Zack. Oh, der schafft das sogar. Ja, okay, der ist jetzt auch nicht komplett voll. Aber er schafft es, ist schon mal nicht schlecht. Wir dürfen natürlich nicht zu schnell fahren, dass er vorne nicht abhebt. Oh Gott, das meinte ich. Abheben. Fußgänger, sie laufen auch mal wieder ganz chillig hier über die. Ja, okay, es ist eigentlich ein Fußgängerweg. Oh Gott. Ich muss da wieder rein. Oh, so. Eieiei. Oh, jetzt habe ich nur gerade. Das ist ja schon gewachsen teilweise. Das kann man auf jeden Fall düngen. Aber ob man das andere noch düngen kann, ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken. Teilweise schon zweimal Düngestufe drauf, aber teilweise auch nicht. Deswegen muss ich mal gucken. So, einlenken. Oh, da haben wir sogar das hinten erwischt. Oh, wir müssen aufpassen, hier zu viel ins Wasser reinfällt, sonst kriegen wir da Probleme. So, die Kurve ging auch gut. Okay, passt. Ich dachte gerade, da war kurze Ruckler drin, aber alles gut. So, das konnten wir auf jeden Fall schon mal einmal düngen. Das ist schon mal nicht schlecht. So, hier ist halt eben jetzt die Frage. Oh, wir können es auch düngen. Das ist natürlich richtig gut. Das freut mich. Dann muss man gucken, ob ich die andere Wiese jetzt ja noch in der ersten Wachstumsstufe, so wie das aussieht. Muss ich mal gucken, ob ich ein bisschen vorspule und ob es dann vielleicht reif wird. Ansonsten müssen wir halt die ausfallen lassen. Also jetzt war auch noch nie so ein großer Ertrag runtergekommen, aber sie zählt halt doch zu einem von unseren Wiesen. Und ja. Genau, was wir auch noch machen könnten, wir könnten dann auch mal, wenn wir am nächsten Tag Geld von der BGA gekriegt haben für die Silageballen, könnten wir mal gucken, ob wir ein weiteres Feld oder Wiese kaufen wollen, weil von unseren Feldern her sind, wir haben zwar mehrere, aber die sind teilweise dann immer relativ klein.
Und dann wollen wir mal gucken, ob wir vielleicht ein billiges, aber großes Feld finden. Oder Wiese demnach. Ich glaube, lukrativer wäre tatsächlich eine Wiese mit Silageballen. Und dann Wiese scheitert sie nicht. So, warte mal, schnell gucken, wo sie wieder angeht. Aber ich glaube, hier. Ah, hier vorne, okay, ich sehe sie da. Ah, gut. Ich kann auch mal ein bisschen weiter rauszoomen hier. Jetzt sehe ich, glaube ich, das noch ein bisschen besser. So. Aber ich habe es im Blick, ich habe es im Blick, wo ich fahren muss. Ah, ja, so sieht man es ganz gut hier. Von der hohen Ansicht. Hohe Ansicht ist zwar nicht so optimal oder schön. Ich mag sie auch nicht, aber für solche Arbeiten ist sie perfekt. Oh. Glückliche Pflanzen, Dünge 10 Hektar. Ja, das mache ich doch gerne. So, diese ganz kleinen Stellen da, die brauche ich jetzt nicht düngen. Die machen jetzt auch nicht allzu viel aus. So. Sind wir dann unsere nächsten Wiese. Die sieht aber tatsächlich gut gewachsen aus und wir können sie nicht. Ah, warte mal, das war doch genau die 32 ist schon voll gedüngt. Die 31 jetzt auch, die 82 auch und dann die 40 halt eben noch. Aber da müssen wir ein bisschen warten, wenn wir die nochmal düngen wollten. Okay, gut. Der da oben. Ach, ist der. Ah, der ist fertig, okay. Aber hier haben wir die gleiche oben. Schön, dass der fertig ist. So, warte mal, ich lasse ihn ganz kurz stehen. Dann tappe ich mal ganz kurz zu dem Kollegen hier, weil der ist wichtig, dass der weitermacht. Der muss laufen. So, ja, diese kleinen Stellen, die sind ja auch unwichtig. Da ja, Anführungszeichen halt einfach, aber die machen jetzt auch nicht so viel aus. So, nur kurz gucken, was braucht der noch als Kalken? Braucht die 77 auch Kalken? Nee, braucht nicht, das ist schon mal gut. Feldertechnisch haben wir jetzt alles gekalkt. Jetzt fehlt nur noch. Oh, ich rolle noch. Fällt mir gerade auf. Die 82, die 40 und die 31. Okay, kein Problem, das machen wir jetzt. Das kann ich ja auch selber machen. Da brauche ich eigentlich keinen CP-Fahrer. Oh Gott, da kommt schon wieder was. Weil ich will ja tatsächlich. Es ist ja kein reines CP-Projekt, sagen wir mal so, sondern ich möchte das ein oder andere auch noch selber machen. Klar, TP ist eine Unterstützung und bei solchen Aufgaben, die jetzt wirklich lang sind und langweilig sind, zum Beispiel pflügen oder Tiefenlocken oder so weiter, da lasse ich dann schon CP machen. Wie hier zum Beispiel so eine kleine Wiese kalken. Oh, scheiße, mir fällt gerade was auf. Wir fahren das ja kaputt, ne? Oder? Ja, wir fahren das kaputt. Ich glaube, wir müssen da was umkonfigurieren gehen. Ich glaube es, wir müssen es machen. Jetzt wollen wir da Pflegebereifung draufhauen auf beiden. Einmal auf den Johnny und einmal auf den Dünger. Oder was heißt die Düngerstreuer, den Kalksteuer. So. Hier hoch ist bei uns. So, hier rum. Natürlich nicht vergessen, den Kalk vorher entladen. So, hier sieht es doch ganz gut aus zum Entladen. Und Steuerung I. Zack, dann haben wir es entladen. Passt. Dann können wir das Gespann mal kurz umkonfigurieren hier. Zack. Konfigurationen. Warte mal, das lassen wir mal kurz so. Wo haben wir so Reifenvariante? Gibt es hier Pflegebereifung? Gibt's nicht, okay. Michelin gibt es wahrscheinlich auch keine Pflegebereifung, oder? Frage ist, hat der überhaupt Pflegebereifung? Hier gibt es Pflegebereifung. Sogar mit unseren Dingern noch. Wollen wir die wegmachen? Nee, die lassen wir schon dran, oder? Ja, komm, die lassen wir so. Dann machen wir das hier. Zack. Perfekt. Jetzt haben wir noch den 37. Oh, warte mal, wir müssen ja den. Hat es das gerade irgendwie. Hat es nicht angekuppelt, egal. Nee, den willen wir haben. Reifenvariante. Ja, genau, Pflegebereifung. Hat er noch den. Ach nee, jetzt hat es das wegkonfiguriert. Normalerweise hat es immer funktioniert.
Großer Aufbau. So. Jetzt hat er aber. Passt. Dann können wir den wieder starten hier. Und ich sehe, wir sind auch für heute schon wieder fertig, liebe Leute. Dann, wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne den Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und dann sehen wir uns morgen am Montag zu einer weiteren Folge hier auf der Stappenbach im LS19. Wenn es weitergeht mit dem Kalken unserer wunderschönen Wiesenfelder, wollte ich gerade sagen, aber da haben wir ja schon alle, nur noch die Wiesen sind dran. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen restlichen Sonntag und ihr könnt noch schön entspannen, bevor nächste Woche wieder die Arbeit losgeht. Wobei ich glaube, der ein oder andere hat Urlaub. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Wochenende, Sonntag und dann einfach nächste Woche Urlaub, was auch immer. Ob ihr verreist oder so weiter, auch in der Arbeit, macht natürlich auch Spaß. Also, bis morgen, haut rein und ciao, ciao. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star.